Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen hier zum Wetter vor 8, direkt nach Wissen vor 8 Erde. Und auch ich starte mit einem Klimathema, denn der internationale, der weltweite Klimawandel und ein ganz spezielles Klimaphänomen haben enorme Auswirkungen gerade auf der Südhalbkugel, und zwar in Australien. Im Westen und Südwesten Australiens. Wir sehen hier Sydney unter Regenwolken. Dort regnet es seit Tagen so schlimm wie noch nie. 16 Tage Dauerregen führen dort zu den größten Überschwemmungen. Es gibt einen nationalen Notstand. 21 Menschen sind dort in diesen Fluten bisher schon leider ums Leben gekommen. Besonders betroffen sind die beiden Bundesstaaten Queensland hier im Nordosten und auch New South Wales hier rund um Sydney. Und vor allem der unmittelbare Küstenbereich mit den Großstädten Brisbane und Sydney ist von diesen gigantischen Regenfällen betroffen. Das sind die größten und stärksten Regenfälle, die es bisher seit Messbeginn 1858 gab. In den letzten 24 Stunden im Norden Sydneys 195 Liter pro Quadratmeter. Und seit Jahresbeginn bis heute kamen in Sydney schon über 800, in Brisbane mehr als 1000 Liter pro Quadratmeter herunter. Zum Vergleich, in Berlin sind es nur etwas mehr als 500 Liter in einem ganzen Jahr. In den nächsten Tagen wird es dort zum Glück trockener weitergehen, aber nicht in den nächsten 3 Monaten. Das ist eine Abschätzung des australischen Wetterdienstes, wie sich die Regenfälle verhalten können, und zwar in Bezug auf das normale Klimamittel. Und hier, wo es so hier blau geht, und zwar genau in dieser Region, da erwarten die australischen Kollegen, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit, 70-80% Wahrscheinlichkeit, erneut mehr Regen geben wird in den nächsten 3 Monaten, als normal wäre. Das heißt, die Situation ist noch nicht ausgestanden. Und jetzt zu diesem Klimaphänomen La Niña. Das ist dieses Phänomen, wenn es in weiten Teilen des südlichen Pazifiks zu kalt ist, dann werden die starken Regenwolken, die Regenmassen Richtung Australien und auch Richtung Neuseeland transportiert, auch Richtung Indonesien. Und deshalb gibt es hier gerade diese Überschwemmungen. Zurück zu unserem Wetter. Da passiert nicht sehr viel. Wolkenloser Himmel fast überall in Deutschland. Und die Temperaturen steigen weiter an. Die höchsten Werte heute lagen bei 15,2 Grad in Düren, 16,4 Grad in Seelbach im Ortenaukreis. Wir gehen aber mal einfach Richtung Nordosten. Denn hier gibt es ein bisschen Gewölk oder es ist Nebel. Seenebel auf der Ostsee. Und sofort war es deutlich kälter. Heute Mittag um 12.30 Uhr lag die Temperatur am Kap Arkona bei nur 0,8 Grad. In Putbus auf der Insel Rügen bei 6,2 Grad, weil Putbus von diesem kleinen Nebelloch mit etwas Sonnenschein profitierte. Und jetzt springen wir nach vorn und schauen uns an, was in den nächsten 24 Stunden passiert. Sternklare Nacht im Nordosten, zum Teil noch mal Nebel an der Küste oder ein paar lockere Wolkenfelder. Die Temperaturen sinken verbreitet in den frostigen Bereich. Nur unmittelbar entlang des Rheins kann es auch frostfrei bleiben. In den Mittelgebirgstälern zum Teil bis minus 10 Grad. Morgen Vormittag dann viel Sonnenschein, so wie in den letzten Tagen, von einem zumeist wolkenlosen Himmel, außer im äußersten Osten. Hier gibt es ein paar wenige Wolken, die dann aber noch im Verlauf des Tages weniger werden. Also der Nachmittag auch hier sonniger. Und ansonsten einfach Sonne von früh bis spät. Die Temperaturen morgen Nachmittag noch höher als gestern und heute. Morgen erwarten wir den wärmsten Tag. Im Westen 16 bis 18 Grad. Im Nordosten bleibt es kälter mit nur 6 bis 10 Grad. Der Wind weht aus östlichen bis südöstlichen Richtungen. Viel Sonnenschein dann auch noch übermorgen. Und auch am Samstag nur im Westen tauchen dann langsam immer mehr Wolken auf. Es bleibt aber noch trocken. Die Temperaturen an beiden Tagen 11 bis 16 Grad. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.